Dann gehen wir mal wieder zurück. Gehen dann dahin. Okay. So, was steht jetzt hier? Die Polizei glaubt, dass ein Wissenschaftler versehentlich einen tödlichen Virus erschaffen hat. Vielleicht haben Sie recht, aber warum sollte Dr. Borihor einen Umhang und eine Maske tragen und Kinder erschrecken? War das Teil seines Experiments? Wenn ja, was ist die Verbindung zwischen Borihor und dem gruseligen Abdruck von einem unbekannten Wesen im Kinderhaus? Und wie ist das alles mit dem Sarg in der Krypta verbunden? Oh, es ist gut, dass ich Geheimnisse liebe. Definitiv ist das cool, wir haben schon mal eine Säge, die wir brauchen. How to set the voltage of the fans. Wow. Okay. Zweimal pro. Oh. Nee, muss ich jetzt auch noch rechnen? Ach komm. Das ist nicht euer Ernst. Es scheint sich um einen Elektrozaun zu handeln. Leider fehlt ein Teil der Anleitung. Ich muss irgendwie herausfinden, wie der Zaun funktioniert. Es sollte ein Sicherungskasten irgendwo in der Nähe sein. Ja, garantiert. Okay, da gucken wir gleich. Wir machen das jetzt erst. Bratpfanne. Hallo. Danke. Trillerpfeife, Vorhängeschloss. Trillerpfeife, Vorhängeschloss. Okay. Bauarbeiterhelm. Ein Ei. Ein Horn. Warum schließe ich dieses Spiel immer? Das verstehe ich manchmal nicht so. Aber ist okay. Solange ihr das nicht seht, ist es in Ordnung. Horn, Tagebuch. Nehmen wir das Horn. Ein Klappmesser. Ja. Ein Klappmesser. Ping-Pong-Schläger. Ping-Pong-Schläger, wo sind die denn bitte? Sehe ich nicht. Seht ihr die? Also, ich sehe die gerade überhaupt nicht. Ich bin total irgendwie blind oder müde. Das kann auch sein. Okay, Muschel, Schraubenschlüssel. Die Muschel. Nudelholz brauchen wir nicht. Ah, die Ölkanne, die besagte, die muss immer dabei sein. Da ist der Schraubenschlüssel. Klappmesser und Ping-Pong-Schläger. Okay, das Klappmesser haben wir und jetzt suche ich die Ping-Pong-Schläger. Also ihr dürft mich gerne irgendwie anschreien oder so, aber ich sehe die gerade nicht. Wo sind diese Ping-Pong-Schläger bitte? Das ist eine Rolle, das ist irgendwas anderes. Leute, ich sehe es wirklich nicht. Ach, da oben. Oh mein Gott, auf der. Alles klar. Sollte einen Sandsack dorthin hängen. Da. Okay. Das ist überhaupt nicht laut gewesen. Ich gucke aber erst hier. Habe ich denn noch eine Brunnenkette?
Nee, hier kriege ich nichts auf gerade. Danke. Ah, okay. 2576, alles klar. Hallo, Käferchen. Was für ein riesiges Loch. Ich muss es reparieren. Oh ja, natürlich. Hast sonst noch einen Wunsch? Mit der Brunnenkette. Okay. Ja gut, das schaffe ich gerade nicht. Ich bin in einem Freilufttheater und ich habe noch nicht eine weitere atmende Seele gefunden. Keine Kinder, keine Erwachsenen, niemand. Ich habe nur einen zerrissenen Zettel mit vier Ziffern und einer Zeichnung von einem Telefon gefunden. Ich denke, die Zahlen sind ein Freischaltcode. Und ein Telefon habe ich im Haus der Kinder gesehen. Ja, okay. Da wir jetzt hier gerade erstmal überhaupt nichts machen können. Nee. Wir gehen hier nochmal komplett zurück. Moment. Wie war das nochmal? 2576. Tacker? Heftklammern. Ja. Okay, und damit mache ich wahrscheinlich den das Dingsi-Bumsi zu. Okay. Kann ich hier jetzt irgendwie. Nicht. Okay, also ich komme da immer noch nicht ran. Alles klar, ich habe es verstanden. Wo kam jetzt noch mal der leere Eimer hin? War hier noch irgendwas? Ne, hier waren wir eigentlich durch, ne? Ja, da waren wir durch. Okay, hoch. Nee, hier war auch nichts mehr. Okay. Von hier sind wir gekommen. Gehen wir da nochmal hin. War jetzt noch hier irgendwas gewesen? Auch nicht. Außer dieser Pflanze, wo ich nicht drankomme. War hier auch nichts. Der Geist hat einen Abdruck von sich selbst auf dem Fenster hinterlassen. Das böse Ding ist den Kindern hierher gefolgt. Okay. Das ist nie und nimmer menschlich. Kein Mensch wäre in der Lage, einen Eindruck wie diesen auf Glas zu hinterlassen. Es ist so, als wenn es versuchen würde, den Raum durch das Fenster zu betreten. Glücklicherweise ist es nur ein Eindruck. Und nicht der tatsächliche Geist. Ich kann kaum glauben, was hier vor sich geht. Ich muss in Bewegung bleiben. So, dass mich dieses Ding nicht erwischt. Ja. Das habe ich jetzt auch erst gesehen. Meine Güte. Okay, dann gehen wir da weiter. Warte mal, der Brunnen. Kette. Dann machen wir den Eimer da wahrscheinlich dran. Haha, okay, das haben wir. Da bräuchten wir Licht. Ah, hier brauchen wir die Säge, genau. Ritschi, ratschi, ritschi, ratschi. Na komm. Ja, wir haben gleich Feuerholz. Cool. Ach so, ich sollte da generell. Doch. Ich habe einen Schlüssel, der da nicht reinpasst. Okay. Warte. Ja, meine Leiter. Auch erledigt. Da brauche ich Licht. Und da fehlt mir immer noch eine Klinke. Okay. Und hier kann ich auch nicht.
Nee, das geht nicht. Okay. Na. Hängt zu hoch für mich. Haha, wir haben aber eine Leiter. Hallöchen. Natürlich. Und gleich kommt schwupp unten der Schlüssel raus, oder was das ist. Okay, haben wir das auch. Super. Sehr schön. Da fehlt immer noch eine Münze, die wir nicht haben. Ja, das ist die Münze. Genau. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Schlüssel. Ja. Hallo? Da haben wir eine zweite Scheibe. Ups. Aha. Okay. Leere Filmrolle. Irgendwas stimmt nicht. Eine leere Filmrolle. Okay. Kein Strom. Ich muss den. Natürlich. Drei Drähte fehlen. Scheiße, die ich nicht habe. Hallo Mausi. Okay, ich habe ein Draht. Noch ein Draht. Okay. Nicht immer zugehen, Spiel. Okay, das. Da haben wir alles. Hier haben wir auch alles. Ich habe zwei Drähte. Ich brauche aber noch einen. Okay, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Okay. Also mit den Tacker-Tacker-Tacker-Dingsi-Bumsis ging es nicht. Ja, das ist immer noch das okay. Sonst hier irgendetwas, was wichtig wäre? Nee, ne? Nee, hier ist sonst nichts. Wir brauchen Drähte dafür. Die Heftklammern brauchen wir auch, aber Batterien. Doch da oben hin. Ah, hier kommt die rein. Na, mach zu. Danke. Ja, aber ich habe ja, wie gesagt, kein Draht, ne? Ich komme mal hier nicht. Ich habe nur zwei. Ah, warte mal. Alles wie von Geisterhand. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal raus. Gehen wir dahin. Und. Hallo? Ja. Dann reparier das doch. Sag mal. Hallo? Will er nicht. Gut, ich würde aber sagen, ich mache jetzt hier mal einen Schnitt, weil ich jetzt gerade hier nicht weiterkomme.
komm, wir tackern da irgendwas an. Genau. Ja. Okay, Lieben, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und schreibt mir noch gerne in die Kommentare, wie ihr das Projekt findet. Lasst dem Video gerne ein Like da, ein Abo für den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Strieger Summer Camp. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.